Moin moin und herzlich willkommen zu Folge 35 meines Let's Plays zu Metro Exodus. Ich bin euer Mr. Bebop und ich wünsche viel Spaß. Das wird mich erwarten. Den Bär habe ich ja gerade schon gehört. Das ist nicht gut. Mag den Bär nicht. Der Bär mag mich nicht. Das ist wohl klar. Könnten Menschen sein. Sie gerade so angehört. Ich glaube nicht, dass es das einfach nur ein Funkspruch war. Irgendwie durch die Lautsprecher oder sowas. Willst du Prügel? Hab ich doch gesagt. Artyom! Verdammt, du lebst! War sehr geil. Jetzt bin ich froh, dich zu sehen. Und ich habe gerade die Aurora erreichen können. Sie sind besorgt, das verstehe ich auch. Das hier ist alles nicht so einfach, wie es anfangs schien. Komm, ich zeig dir das mal. Auf geht's, Artyom. Na, was ist los? Hörst du den Zähler ausschlagen? Ja. Hinter diesem Beton befinden sich Unmengen radioaktiven Sediments. Und das wird bald das Ende dieses Tals bedeuten. Weil der Damm kaum noch hält. Schau durchs Fernglas, wenn du mir nicht glaubst. Hier können wir nicht bleiben. Niemand kann das, ehrlich. Stimmt, dann sickert das schon durch. Ah ja, siehst du diese Seilrutsche? Die Kinder haben sie gebaut, als damals noch nicht so viel durchsickerte. Da müssen wir hin. Der Alte sagte, die Aurora wird bald auf dem Damm sein. Wir müssen uns beeilen. Ich glaube, bei der Aurora stimmt was nicht. Anscheinend geht es Anna nicht sehr gut. Bald werden wir mehr wissen. Na los, Artyom! Ab geht die Luzi. Oh mein Gott. Plötzlich geht's hier los mit Sturm. Aber lass mich looten, Digga. Ich brauche Materialien ohne Ende. Ist so viel verballert. Oh nein. Ich mag dieses Gefühl nicht, Artyom. Ich hab da dieses Tier gesehen. Ein Bär so groß wie ein verdammtes Haus. Ja, gegen den habe ich gekämpft. Ich glaube, er hat uns gerochen. Ausgenommen.
Er steckt fest. Nee, doch nicht. Lebst du noch? Naja, ich bin so gut wie fit. Was zum Teufel? Der Bär. Was für ein Vieh. Und keine Mollys. Man kennt es. Oh mein Gott, ich muss weg hier. Nimm bitte die anderen Pfeile. Nimm bitte die anderen Pfeile. Das war's. Alles mit, was hier liegen, rumliegt. Das hat weh. Jetzt los. Komm
Schuss, gib einen Schuss. Oh ja, das geht auch. Was für ein gewaltiges Biest! Hilf mir, Artyom! Das Seil muss wieder auf Spannung gebracht werden. Olga, das ist Artyom, mein Freund. Er ist auch ein guter. Dein Freund ist ein Mörder. Artyom, wie konntest du nur? Und du bist ein Lügner. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Olga, ich komme wieder. Wenn du das tust, bist du tot. Artyom, auf geht's. Hast du sie wirklich getötet? Warum? Diese Typen sind doch noch kleine Kinder. Warum? Artyom! Oh nein, oh nein. Schnell zu Aurora! Alle Mann, zu Aurora! Da geht es gar nicht gut. Wir müssen los. Die Zeit ist knapp. Weder die Luft noch die Medikamente von unterwegs helfen mir noch. Und jetzt ist auch noch Aljoscha verwundet. Komm! Im Bäreck waren besiegt. Alle ganz still, als die Aurora den vergifteten See entlangfuhr, der vom Damm gehalten wurde. Wir dachten, wir würden zurückkommen. Aber nachdem wir das Damoklesschwert gesehen hatten, das über dem Tal schwebte, wussten wir, dass es nicht sein sollte. Aljoscha kann noch immer nicht laufen, seit er in den Rücken geschossen wurde. Der Kummer treibt ihn in den Wahnsinn. Seine Olga ist dort. Vielleicht kann er sie per Funk warnen und die Menschen dort retten. Und was kommt als nächstes? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin bereit für alles. Alles außer einer Sache. Anna, bitte halte durch. Ohne dich habe ich keinen Lebenszweck, keinen Traum mehr. Umso mehr, weil es dir jetzt gut ginge, wenn da nicht mein Traum gewesen wäre. Weißt du, Artyom, als ich das Foto des Pazifischen Ozeans fand, wusste ich irgendwie, dass wir am Ende dorthin gehen würden. All diese Flüsse, Berge und Wüsten, das ist es einfach nicht. Entweder Meer oder gar nichts. Ich hatte gedacht, wir könnten es schaffen. Oh ja. Ich weiß, ich werde dorthin kommen. Und wenn ich Hilfe brauche, wirst du für mich da sein. Du wirst mich noch einmal retten, nicht wahr? Artyom, bitte. Hör auf, dich selbst zu quälen. Es tut schon weh, dir zuzusehen. Dir und Papa auch. Es ist nicht dein Traum und nicht sein Glaube an die Besatzungstruppen. Das ist einfach nur Schicksal. Ein dummes Stück Stoff im Wind, vergammelter Beton, ein idiotisches Munitionsdepot. Artyom, du solltest gehen. Ich gebe dir eine Spritze. Lass dir ein bisschen schlafen. Anna. Komm mal mit, Bruder. Es gibt was zu besprechen. Hey, lass die Arbeit mal für einen Moment sein. Komm zum Führerstand. Er bastelt schon wieder irgendwas. Steh los, du. Einen Moment. Sag mir, was ist passiert. Olga, Aljoscha hier. Ich melde mich wie versprochen. Ich hoffe, du kannst mich hören. Thank you.
Neuigkeiten. Anscheinend schlechte. In letzter Zeit gab es nie gute Neuigkeiten. Kein Wunder also. Schieß los. Ich denke, das wird kein einfaches Gespräch. Bis heute haben wir gedacht, dass diese Aufnahme von Novosibirsk nur ein Fehler war. Das stimmt aber nicht. Was ist denn da? Laut Legende werden verstrahlte Zonen in Grünschattierungen dargestellt, während Lila-Bereiche Fehler anzeigen. Heute habe ich jedoch etwas Kleingedrucktes entdeckt. Die Sache ist die: Strahlungswerte außerhalb des Arbeitsbereichs des Scanners werden ebenfalls als Fehler dargestellt. Einfacher gesagt, die Strahlung dort kann auch außerhalb des Messbereichs liegen. Wir sind etwa 500 Kilometer von Novosibirsk entfernt. Und die Strahlung draußen ist fast so hoch wie in Moskau. Was Teufel haben die da abgeworfen? Die Aufnahmen sind 20 Jahre alt. Die Strahlung wird heute also nicht mehr so hoch sein, aber trotzdem herrscht in Novosibirsk sehr wahrscheinlich tödliche Strahlung. Das kann ich dir sagen. Artyom und ich werden gehen. Das ist nicht im Sinne des Ordens. Wir gehen gemeinsam. Das nicht in Ordnung. Sie ist meine Tochter. Seine Frau. Mein Wahn bezüglich der Besatzungstruppen hat sie in diesen verdammten Bunker getrieben. Und Artyom mit seinem Traum, er hat uns aus Moskau herausgezerrt. Also sind wir beide schuld. Trotzdem sind wir der Ort. Wir sind ein Team. Wir sollten alle entsprechend handeln. Wir sollten alle gehen. Diskussion beendet. Dies ist kein Einsatz des Ordens. Das ist ein persönliches Ding von mir und Artyom. Wir brauchen keine Hilfe. Wir wissen nicht genau, wo die Medizin lagert. Sie könnte im Stadtzentrum oder in einem der Labore in Akademgorodok sein. Somit könnte Annas Leben auch in euren Händen liegen. Drittens und letztens. Wo auch immer wir hingehen, der Winter kommt. Und wenn die Aurora im Schnee stecken bleibt... Das können wir uns nicht erlauben. Erinnert ihr euch, was Jermak gesagt hat? Sag es bitte nochmal. Am Stadtrand befindet sich ein großes Eisenbahnmuseum. Dort können wir sehr wahrscheinlich einen Schneepflug für die Aurora finden. Eure Aufträge sind das Durchsuchen der Labore von Akademgorodok und das Bereitmachen der Aurora für den Winter. Team, bereitmachen zum Einsatz! Außerdem wird ab sofort dauerhaft die Strahlung draußen überwacht. Sam? Du machst den Anfang. Ich denke, dass die tödliche Strahlung für uns eine gute Nachricht ist. Sie meinen, weil dann niemand die Drogerien und Krankenhäuser ausgeraubt hat? Genau. Im Gegensatz zu den Städten, durch die wir gekommen sind. Anna gibt nicht auf. Sie glaubt an mich, glaubt an uns. Und das aus gutem Grund. Tausende Kilometer Schienen hinter uns und endlich nähern wir uns Novosibirsk, einer toten Stadt, in der die Hoffnung für ihr Leben verborgen ist. Für das Medikament, das sie retten könnte. Irgendwo in ihrem kalten, verstrahlten Herzen. Vor einem Jahr verließen wir die vergifteten Ruinen Moskaus. Und jetzt stehen wir vor einer weiteren Stadt, die von Winter und Strahlung fest umklammert wird. Werden wir jemals an der Oberfläche einen Ort zum Leben finden? Vielleicht. Doch zunächst kehren wir in die Metro zurück, um Anna zu retten. Anzug. Hab ich auch so einen? So auf. Sieht schon heftig aus. Was sagt man, das ganze Eis. Wir sind in Novosibirsk. Ich hoffe, dass wir hier nicht wieder auf irgendwelche Verrückten treffen. Die Brücken sind unbeschädigt und die Strahlung steigt wie verrückt an. Ich denke, dieses Mal gibt es keine Verrückten.
beschädigt. Sam, wie sieht's mit der Strahlung aus? 8-mal höher als in Moskau und 3-fach steigend, Oberst. Ich würde sagen, wir bleiben nicht zu lange draußen. Bist du bereit, Artyom? Mir nach! Probieren wir es auf den direkten Weg. Wir müssen den Plan überdenken. Yermak! Wir nehmen die Aurora nach Süden, zur Verladestation Sibirskaya. Stepan! Kest, Sam und ich kümmern uns um das Institutsgebäude in Akadem Gorodok. Unterwegs statten wir dem Eisenbahnmuseum einen Besuch ab. Vielleicht gibt es dort etwas für die Aurora. Idiot! Ich bleibe, um mit Tokarev die Aurora zu bewachen. Gut, Artyom und ich werden das Hauptgebäude des Instituts durchsuchen. Die Strahlung ist hier viel zu hoch. Daher versuchen wir, durch die Metro dorthin zu gelangen. Tja, legen wir los. Viel Glück, Spartaner. Viel Glück. Glück. Viel Glück, Bruder. Ich denke, das Schicksal hat dich aus gutem Grund hergeführt, damit du... Schau mir. Ja. Kannst du bitte auf sie aufpassen, bis Artyom und ich zurück sind? Bitte? Alter, wir beide jetzt zusammen als Team. Und krass. Psst, psst. Sie schläft. Geht ihr? Ja. Ich hoffe, wir schaffen es rechtzeitig. Anna ist stark. Sie wird auf euch warten. Definitiv. Kommt nur zurück. Danke, Katja. Komm rein, Artyom. Der Anfall ist zu Ende. Ich habe alles getan. Damit du dir keine Sorgen machen. Vermutlich wird sie bis morgen schlafen. Dich zu sehen, wäre für sie die beste Medizin. Anna ist stark. Sie wird diesen Kampf gewinnen. Komm nur zurück. So, ich hoffe, ich kann das nochmal an die Werkbank. Ich würde die alle gerne mitnehmen. Ihre Ausrüstung, Herr Obers. Vielen Dank. Artyom. Das hier ist nicht Moskau, wo du monatelang draußen herumlungern kannst. Wer weiß, welche Monster hier leben. Daher überleg dir gut, was du mitnimmst. Ich warte am Auto auf dich. Deck dich ein, Artyom. Ich habe deine Waffen gereinigt und alle übrige Munition und Ressourcen hier reingetragen. Du wirst sie brauchen. Das hört sich nicht gut an. Huch.
erstmal voll machen. Welche Waffen habe ich jetzt mit? Hey, was bleibt so? Mehr Stabilität bleibt auch. Jetzt noch mit eine Schrotflinte. Die billige. Die will ich nicht. Ashot. Ich will die. Taumler macht weniger Schaden. Schussfolge ist geringer. Stabilität, Genauigkeit ist geringer. Magazin ist nur höher. Ist das jetzt klug, die Taumler dann mitzunehmen? Weil er ladet schnell nach. Das muss ich sagen. Jetzt wieder zurück, ich Trottel. Die Tür können wir erhöhen. Ja, kein Problem. Zack. Oh. 3-4 Geschüsse. Schüsse, sag ich schon. Schosse. Bleibt. Ich glaube, ich lasse die. Ja gut, die will ich nicht mit haben. Auf gar keinen Fall. Ich möchte schon gerne mein Maschinengewehr mitnehmen. Das war Kalasch. Ich glaube, die war das. Sturmgewehr, nee, brauche ich nicht. Aber der bin ich noch unschlüssig. Die habe ich schon mit. Ja, dann lasse ich sie auch. Da kann ich ja nur wählen zwischen Druckduft und die. Dann lasse ich die auch. Passt auch. Ein bisschen Muni dafür. Eigentlich. Mit ihm oder darauf? So, damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schaltet auch gerne wieder in der nächsten Folge ein, damit ihr seht, wie es weitergeht.